Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, ich hoffe, dass man mich sieht und hört. Ich bin hier wieder an der vorderen Seite des Grundstücks. Und ja, es ist ganz früh am Morgen. Meistens die Familie schlafen noch. Und ja, Montagmorgen, ein Tag wie jeder andere. Sieht ganz gut aus. Also erstmal kein Regen, so wie es aussieht. Und ja, nicht so heiß, angenehm kühl. Das wird sich im Laufe des Tages wahrscheinlich ändern. Ja, wir werden heute nach Buriram fahren mit meiner Frau. Das heißt nicht Buriram direkt, sondern irgendwie außerhalb. Also die Richtung auf jeden Fall. Und da habe ich mir gedacht, auch wenn es nicht zu weit ist, in Buriram soll es ja eine deutsche Metzgerei geben. Die würde ich dann auch gerne, da würde ich auch gerne reinschauen. Wie gesagt, wenn die Richtung stimmt, ansonsten jetzt da noch Umwege fahren und so. Ich weiß auch nicht, wo das genau ist, wo meine Frau jetzt hin will. Die sagen, Buriram ist aber außerhalb jetzt. Welche Richtung? Ist es die Richtung, Richtung Surin oder die entgegengesetzte? Ja, schauen wir mal, ich lasse mich überraschen. Jedenfalls ein bisschen Autofahren heute ist doch immer mal was anderes. Okay, und ansonsten nichts Neues hier. Also hier vorne das Grundstück, ein echter Dschungel und die Motorsense ist noch immer nicht fertig. Mal sehen, heute wird meine Frau noch mal anrufen. Also das sollte schon gemäht werden, sonst wächst uns das Gras hier im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf. Ne? Ja, okay, ich würde sagen, schauen wir uns hier noch ein bisschen am Grundstück rum. So, also das ist erstmal unsere Tauan. Ja gut, die hat hier ihr Weideland, ne? Die schon mal. So, jetzt habe ich das wieder. Also, der Kang hat sie da raus. Natürlich sind hier noch andere Stricke, aber ja, sollte man vielleicht entfernen. Ja, okay. Dann kann es nichts mehr passieren. Also unsere Tauan oder dem Kang seine Tauan, muss ich sagen, weil ich habe die Verantwortung abgegeben. Der kümmert sich um die Kühe, um die Kuh. Es wird wahrscheinlich noch eins dazukommen, wann und wo. Das weiß man jetzt auch nicht so genau. Jedenfalls, die Tauan, der geht's gut im Moment. Ja. Und man sieht hier jetzt also das Gras, Leute. Überhaupt hier im Eck. Also, das ist schon richtig. Nicht nur Gras, sondern auch ja, andere Pflanzen, alles Mögliche. Und das sollte man schon irgendwann mähen. Ja, hier mein Lieblingsplatz ja auch. Und hier das Brennholz, das wird auch zugewuchert. Aber gut, lassen wir einfach mal Natur pur, oder wie soll ich das sagen? Das ist ja so, wenn es gemäht ist, wird es dann ganz anders aussehen, klar. Und die Tauan hilft ja da auch kräftig mit. Das heißt, die wird ja hier schon einiges abgrasen. Aber so Zeugs wie dies hier fressen die Kühe natürlich nicht. Ja. Aber ansonsten ein sehr schönes Plätzchen. Und in der Zukunft, schauen wir mal, habe ich schon gesagt, was hier passiert. Aber erstmal bleibt es einfach so. Hier wird es auch schön langsam. Man sieht diese Kletterpflanzen und so. Also, wenn man da nicht jeden Tag dabei ist und das mäht und so, irgendwann ist das alles zugewuchert. Ne? Aber sonst ein sehr schönes Plätzchen. Okay. Und dann hier, ja, das übliche ein paar. Von diesen Kokospalmen haben sich erholt, andere sind abgestorben, man sieht es hier, also da ist eine vertrocknet, die daneben ist schon ganz weg, dann hier sind ein paar, die haben sich ein bisschen erholt. Wie gesagt, nach der Regenzeit werde ich dann sortieren, also was sich noch lohnen zu lassen wird,
wird gelassen, die anderen kommen alle weg. Wir haben jede Menge und man braucht auch nicht so viel. Und was man retten kann, ist okay. Das andere, die haben sich jetzt auch wieder, man sieht es. Die sehen schon wieder besser aus. Ja. Okay. Das Gras ist noch nass. Und ja, ansonsten an diesem Morgen sehr schön hier draußen. Nee, Tawan, ey. Ja, die hat, wie gesagt, jede Menge Weideland und Platz. Und da vorne auf die Weide muss man sie gar nicht mehr lassen, weil die hat hier jede Menge zu fressen. Und man kann sie auch ins Gatter da reintun. Und da hat sie Wasser und alles Mögliche, ja. Also, abends kommt sie natürlich dann immer in die Box, ne. Das ist ihre Box. Ah, da tut der Kang nochmal den Kuhmist zusammen, ja. Das ist guter Dung für alles Mögliche. Man hat ja hier schon viele Pflanzen und der Boden ist sowieso nicht so fruchtbar. Also, düngen, das ist nie falsch mit Kuhm ist halt Biodung, keine Chemie, also Chemie kommt mir hier nicht in, nee, wenn es nur möglich ist. Keine Pflanzenschutzmittel, keine, nee, das muss alles irgendwie schon naturbelassen sein. So, die Sherry hier, sind schon wieder ein paar fast reif, man sieht's. Braucht noch ein bisschen. Ah, die Kleinen sind auch schon auf. Ja, schön langsam beginnt der Tag. Ich werde, wie gesagt, dann noch meine Runden im Pool schwimmen, Kaffee trinken und dann kann es auch schon losgehen, wenn meine Ammonrad fertig ist. So, die Bambusfallen für die Fische sind immer noch da. Ich bin mir noch nicht immer sicher, aber vermutlich hier so vorne werde ich die hin tun. Eine so und die zweite hierher. Da sieht man sie halt nur von innen, von außen nicht. Oder, nee, von außen ist keine gute Idee. Oder hier auf die Seitenwände. Eine hin und eine hin. Schauen wir mal, was auf der Ratereiten sagt. So, also die Familie, ne? Jetzt mein Teich, Leute, man sieht's. Der sieht ganz ordentlich aus. Noch ein bisschen schwimmt da was herum auf der Seite, aber ansonsten, und auch das Wasser, nicht mehr so lehmig und so. Ja, nach dem Regen ist das immer so, dann ist das irgendwie trüb und so, aber schön langsam. Es ist nicht klar, es wird noch viel klarer, aber ist okay. Und das Level muss natürlich steigen. Ich habe schon mal gesagt, ich wiederhole mich aber gerne, das Teich muss voll werden, so oder so. Was der Regen nicht schafft, mache ich dann mit der Pumpe. Aber ich will den Teich voll haben. Und ja, das sieht dann ganz anders aus. Und irgendwann werde ich da auch ein Floß bauen oder einen Kahn kaufen. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich habe gesehen, diese kleinen Floße, so mit Ölfässer unten. Und also leere Ölfässer natürlich. Und dann aus Holz so schön gemacht. Und die kann man hin und her. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre halt so eine, ja, so ein kleiner Kahnboot, irgendwas. Mal sehen. Ja, das sind so die kleineren Pläne noch für die Zukunft. Ich sag ja, Pläne hat man immer irgendwie, dass man noch was macht. Aber größere Sachen fange ich im Moment nicht an. Nee, das war wirklich das letzte hier, das Häuschen da, das, ja, oder wie man es nennen will, hier am Teich. Da werde ich noch ein bisschen immer wieder herumbasteln. Ich werde schöner machen. Und ja, aber ansonsten, nee, mit Baustellen muss ich euch ehrlich sagen, erstmal genug. Seit ich hier bin, ich muss sagen, das sind jetzt fast 7 Jahre, haben wir immer irgendwo eine Baustelle gehabt. Also immer irgendwo, ja. Aber gut, das war ja, ich habe ja schon mal gesagt, das war ein Reisfeld und sonst nichts. Allein mit Erde aufzufüllen und so, was für eine Riesenarbeit das war.
wie viele LKWs mit Erde und so. Aber das musste so sein, sonst würden wir jetzt gleich auch schon im Wasser stehen. Nicht? Das ist ja so, dass das mindestens ein Meter oder anderthalb höher sein muss, das eigene Grundstück, als die Reisfelder. Sonst wird man ja jede Regenzeit regelmäßig überschwemmt, nicht? Das ist klar. Also Leute, nochmal der Teich. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Es hätte noch ein bisschen mehr von diesem Gestrüpp da raus, aber ich habe ja noch ein bisschen rausgeholt und es sieht eigentlich gut aus. Bis auf das Wasserlevel, aber das steigt noch, da bin ich mir sicher, weil es ja noch Regenzeit und es kommt noch jede Menge Regen. Wenn es normal läuft, man weiß ja nie, das Wetter spielt ja hier auch verrückt. So. Ja, meine Frau hat das Tor schon aufgemacht, das heißt, die hat es auch heilig, also fahren wir schon in der Früh los. Ist hier auch noch alles nass vom letzten Regen. Und ansonsten, die Reisfelder habe ich ja schon gestern gezeigt. Sieht alles sehr schön aus, ne? So muss es sein. Okay. Den Pool habe ich gestern auch gesaugt, werde heute noch mal ein bisschen, aber ist auch okay. Soweit. Ach, meine Frau ist noch in der Küche. Beim Aufräumen ist immer gut. Aufräumen ist immer gut. Weil, ich sag's nochmal, Ordnung muss schon sein, zumindest hier, wo neben dem Pool im Haus und so rund ums Haus, da sind wir noch am Arbeiten, aber das muss so sein, da gibt's nichts zu diskutieren, ich bestehe einfach darauf, dann können die mir erzählen, ja, das ist nicht so, ich nehme es auch nicht so genau, ich bin kein Ordnungs-, wie sagt man, Fanatiker oder jemand, der das unbedingt blitzsauber will, aber es soll einigermaßen aufgeräumt sein, Leute. Mehr will ich nicht. So, unser schönes Reisfeld, ne? Mein ganzer Stolz. Also so ein schönes Feld haben wir noch nie gehabt. Ich hoffe, dass da nicht noch ein Schädling rein oder irgendwas. Und das ist alles Bio, Leute. Das ist wirklich alles Bio, also keine Chemie, gar nichts. Und das wird auch so bleiben, denn wenn man jetzt mit irgendwelchen Chemikalien und so, nee, dann kann ich es bleiben lassen. Das ist ja Sinn der Sache, dass ich einen sehr guten Reis habe hier. Ne? Und Bio vor allen Dingen. Okay. So, dann das Auto ist auch startbereit. Ich habe die ganzen Marktsachen habe ich runtergetan. Und ja. Ja, Leute, das war wieder mal ein kleiner Rundgang, diesmal am vorderen Teil des Grundstücks. Soweit alles gut, es wächst alles rasend schnell. Inzwischen ist mein Kaffee angekommen vom Kang. Ja, sieht lecker aus. Und schmeckt auch lecker, er hat einen sehr guten Kaffee. Besser als die auf dem Markt, muss man klar sagen. Aber er bezahlt auch mehr dafür. Und wenn man das geschäftlich macht, muss man immer abwägen, Preis, wie man ihn verkauft und wie man ihn einkauft, nicht? Also da muss schon ein bisschen die Gewinnspanne auch stimmen. Aber das wird er noch lernen. Schauen wir mal. So, Leute, und ja. Das war es dann auch für heute soweit. Wie gesagt, es wird wieder ein schöner Tag. Mal sehen, was der Tag so bringt. Und ein schönes Leben hier in Isan. Ich bin begeistert. Nach wie vor kann ich nur sagen, gut, ich möchte schon ein bisschen mal Urlaub machen, aber das wird auch jetzt demnächst mal sehen, sobald die Zeit dazu ist und das Wetter mitspielt, werden wir, ich habe schon lange gesagt, aber irgendwann ist dann doch soweit, werden wir nach Kochan fahren. Okay, also euch noch einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.